willkommen zu einem weiteren Tutorial in der Tutorial-Reihe Programmieren in MathCAD. In dieser Übung möchte ich in das Thema Schleifen einführen. Vielleicht vorab noch ein paar, paar Sätze allgemein dazu. Ich habe das ja schon theoretisch in einem anderen Tutorial gezeigt, was Schleifen sind und so weiter, allein von der Algorithmik her. Jetzt wollen wir uns das Ganze mal anwenden hier in MathCAD. Und ich stelle mal wieder fest, dass die Kursteilnehmer sich bei Schleifen wesentlich schwerer tun als zum Beispiel bei den Verzweigungen. Und ich glaube, es liegt daran, dass man mit Verzweigungen bereits schon mal zu tun hatte. Der ein oder andere hat vielleicht in Excel schon die Wenn-Funktion verwendet, vielleicht nicht ganz so kompliziert beziehungsweise nicht, oder so komplex, wie wir es hier machen, allerdings doch schon ein gewisses Verständnis für diese Wenn-Funktion und damit auch ein gewisses Grundverständnis für die Verzweigung. Während die Schleifen, ja, die findet man eigentlich nur in richtigen Programmierumgebungen. Ja, da gibt es keine Einfachvariante, die man da so mal in Excel oder so wie die Wenn-Funktion anwenden kann. Ja, und deswegen ist das für die meisten Leute, die noch nie mit Programmieren zu tun hatten, ist das Thema Schleifen komplettes Neuland. Ja, während die Wenn-Funktion und die Verzweigung nicht ganz so neu ist. Das ging mir auch damals so, wo ich damals Programmieren gelernt habe, habe ich mich auch mit den Schleifen am Anfang wesentlich schwerer getan als jetzt mit den Verzweigungen. Und deswegen habe ich ein Beispiel gewählt, wo ich hoffe, dass es doch einfach genug ist, um den Einstieg in das Thema Schleifen zu finden. Und zwar geht es ja darum, wir wollen ja einfach mal aus reiner didaktischen Interesse mal so eine Summfunktion nachprogrammieren und schauen, wie kann man sowas programmieren. Wohl wissend, dass es natürlich sowas in MathCAD, aber auch in Excel bereits gibt. Und das heißt, wir sollen eine Funktion Summe, ja, so nennen wir die, da übergeben wir einen Vektor als Parameter, als Funktionsparameter. Und die Funktion soll nichts anderes machen, als sämtliche Werte dieses Vektors aufzusummieren. Wir sollen allerdings die Funktion mit einem Vorbefehl, also mit einer Zählschleife machen, aber auch mit einer Weilschleife, also einer Iterationsschleife. Und das Ganze natürlich am Ende testen, ob das auch so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Und ich möchte allerdings, bevor ich jetzt zum eigentlichen Thema der Schleifen komme, habe ich hier noch zwei Unterkapitel, die Sie eventuell auch überspringen können. Ja, also wer jetzt schon sich wirklich nur für das Thema Schleifen interessiert, da kann Sie die nächsten beiden Kapitel hier überspringen. Und zwar, beziehungsweise das ist eigentlich das erste Kapitel hier, und zwar dieses hier, das Kapitel 2, wo es hier um die Implementierung mittels Sum-Operator geht. Und diese zwei Kapitel meine ich hier. Ich gehe zunächst erst nochmal auf das Thema Felder im Allgemeinen, beziehungsweise auf das Thema Vektoren, Matrizen oder Tabellen ein. Wie werden die indiziert, wie spricht man die an und so weiter in MathCAD, weil die Schleifen letztendlich, wie wir sie anwenden, werden größtenteils im Zusammenhang mit Feldern, also mit Matrizen und Tabellen angewandt. Deswegen muss ich nochmal darauf eingehen, für diejenigen, denen das nicht so geläufig ist. Und dann möchte ich natürlich auch nochmal zeigen, bevor ich jetzt das Ganze nachprogrammiere, wie kann ich in MathCAD eine Summe berechnen. Ja, oder aber auch ein Produkt. Ja, das geht natürlich, das kann man, was ich jetzt zeige, kann man auch mit einem Produkt machen, bevor ich jetzt zeige, wie man sowas programmiert. Und wie gesagt, wer das eh schon kennt und so weiter, überspringt jetzt einfach ich schätze mal, es geht eine halbe Stunde ungefähr, ehe ich die Sache hier durch bin und fängt dann gleich bei den Schleifen an. Und wer jetzt sagt, okay, ich habe jetzt keine Ahnung mit Vektoren und Matrizen in MathCAD, ich habe auch keine Ahnung, wie man die normalerweise in MathCAD aufsummiert oder ein Produkt macht, der kann sich jetzt erstmal die Einführung anschauen. Okay, kommen wir zu dem Thema Indexvariable. Wenn wir Vektoren, erstmal schauen wir uns unsere Testwerte an, also unseren Testvektor. Und Vektoren, das ist ganz, ganz wichtig, werden normalerweise in MathCAD immer untereinander geschrieben. Ja, das ist hier ein echter Vektor, den kann ich hier auch entsprechend ansprechen. Wenn ich hier das so habe, also jetzt hier in dieser Form, nehmen wir das T hier raus und dann hier irgendwo Werte noch reinschreibe. So, jetzt verklickt mal wieder. So, so und so. Wieder verklickt, das ist ärgerlich. So, 5 noch rein. Das ist jetzt eine Matrix. Ja? Wenn ich jetzt hier zum Beispiel schreiben würde, K erster Wert, also hier Index 1, dann bekomme ich eine Fehlermeldung,
weil das eine Matrix ist. Ja, sobald sie einen Vektor oder sobald sie das Ganze aus einer Zeile besteht, aber aus mehreren Spalten, spricht man von einer Matrix, haben sie nur eine Spalte, aber mehrere Zeilen. Dann können Sie das als Vektor ansprechen, aber auch als Matrix. Ah, das geht nicht. Okay, gut, dann Entschuldigung, das war, habe ich falsch in Erinnerung. Das müssen Sie dann auch immer als Vektor ansprechen. Ich dachte, das kann beides. Okay. Ach so, Moment, was habe ich hier gesagt? Ja, eins, die erste Zeile und die erste Spalte. Ja, genau, doch, ist doch richtig. Und die zweite Zeile. Ja, genau, richtig. Also, wenn Sie sowas haben, können Sie das als Matrix und als Vektor ansprechen. Ich habe hier hinten den Wert geändert, das ist natürlich Quatsch, ja, weil ich habe immer nur eine Spalte, aber mehrere Zeilen. Und, aber Sie können ja auch sagen, nee, ich kann das nur als Vektor ansprechen. Dann lasse ich einfach den Spaltenindex weg und gebe nur die Zeilen an. Das funktioniert trotzdem. Allerdings hier drüben ist das nicht so, ja. Ich gebe jetzt hier die erste Zeile an und dann hier mit Komma jetzt hier die Spalte, zum Beispiel hier die 2. Ja, dann bekomme ich hier die 5, aber ich kann jetzt nicht einfach hier sagen, ich lasse das hier weg. Ja, dann komme ich einen Fehler, weil das immer als Matrix zu interpretieren ist. Ja, das ist wichtig. Oftmals ist es allerdings so, halt hier, dass man aus Platzgründen jetzt keine Lust hat, das Feld untereinander einzugeben. Ja, sondern lieber nebeneinander das Ganze schreiben würde und allerdings dennoch das Ganze als Vektor ansprechen will. Und da macht man einfach folgenden Trick. Man markiert sich das und tut das einfach transponieren. So. Ja, dann kann ich es nebeneinander schreiben, kann es allerdings immer noch als Matrix oder als Vektor ansprechen. Muss allerdings aufpassen, jetzt haben wir quasi hier mehrere Zeilen und nur eine Spalte. Ja, also jetzt könnte man das hier so ansprechen. Ja, die 5. Aber ich kann natürlich dann hier die Spalte weglassen, wie hier drüben. Und braucht dann nur noch einen Index, ja. Und das machen wir hier auch. Wir wollen das Ganze zukünftig hier als Vektor betrachten. Zunächst erstmal, es geht ja hier erstmal hier nur um Vektoren, der Einfachheit halber. Deswegen tun wir das hier transponieren. Wir wollen ja hier Platz sparen, deswegen schreibt man das hier nebeneinander und machen allerdings hier noch eine Transpon tun das Ganze noch transponieren und halt noch markieren vorher. Das habe ich hier oben jetzt falsch markiert. Hier markieren und gehen hier auf Transponieren. Und haben das hier als Vektor. Ich werde es noch mal kurz demonstrieren. Mache kurz ein bisschen Platz rein. Jetzt gehen wir mal schnell auf rückgängig. Wie es ohne den, wie es vor dem Transponieren aussah. Jetzt sieht das so aus. Und wenn ich jetzt transponiere, bekomme ich es halt untereinander geschrieben. Hier. Das war transponieren. So. Ja. Und ich kann es jetzt theoretisch wie einen Vektor betrachten. Entweder als Matrix oder als Vektor ist im Prinzip egal. So. Ja. Gehen wir jetzt hier weiter. Jetzt ist die Frage, was ist der Startindex? Und da könnte man jetzt Folgendes machen. Die einfache Form mir einfach zu sagen. Ich gehe auf Rechenfeld und nenne das Ding einfach i klein s für Startindex. Und sage einfach, der ist bei 1. Ja. Könnte man so machen. Problem ist allerdings, das muss nicht immer 1 sein. Wenn Sie hier mal auf die mathematische Formatierung gehen, Quatsch, hier Mathe-Berechnung, wo ist das hier? Dann können Sie hier den Origin festlegen. Ja, und der ist natürlich bei mir oftmals immer auf 1. Der eine Grund ist, dass es in Excel auch bei 1 ist und ich tue ja oftmals Excel und MathCAD unterrichten und damit die und das bei den in denselben Kurs, ja, und damit Leute durcheinander kommen. Verwende ich auch im Excel die Einserzählweise, ja. Wobei es gibt noch einen anderen Grund, den werde ich dann zeigen, warum man eigentlich auch, warum 1 nicht ganz unpraktisch ist, mit 1 anzufangen. Und wenn ich hier auf 0 gehen würde, dann wäre das nicht mehr 1, sondern müsste ich dann hier 0 eintragen. Ja. Deswegen, ich lasse mal wieder auf 1. Könnte man das auch allgemeiner formulieren, das mache ich immer dahinter, dass man sagt, ich tue das einfach, ich lege mich da nicht fest, sondern ich sage einfach, i tiefgestellt s ist gleich origin und das bitte groß schreiben. Und dann übernimmt er mal automatisch, was hier oben eingestellt ist. Ja, auf die Art und Weise
umgehe ich einfach das Problem. So habe ich es allgemein formuliert. Jetzt können wir noch uns den Endindex anschauen. Und wieder machen wir wieder die allgemein, also zunächst die unparametrisierte Form, gehen hier auf Rechnen und sagen einfach klein e steht für Ende, ist gleich und zählen hier einfach durch. Also wenn es bei 1 losgeht, ja, Sie sehen schon, das ist immer abhängig, wo fange ich an zu zählen, bei 0 oder 1. Lass uns mal jetzt bei 1, weil geht hier bei 1 los. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also ist der Endindex, sage ich einfach, okay, ist 6. So. Der Nachteil ist, wenn man das so eingibt, dass ich A ist natürlich abhängig von Origin. Das würde nur funktionieren, wenn es Origin 1 ist und wenn das Ding der Vektor halt 6 Elemente hat. Wenn ich den Vektor jetzt vergrößere, ich mache das hier mal schnell, gehe hier auf Matrizen und Tabellen, füge jetzt hier noch eine Werte hinzu, ja, dann stimmt das natürlich nicht mehr. Ja. Deswegen ist die bessere Variante, sich das nicht einfach fest hier rein zu kodieren, sondern einfach abhängig zu machen von dem Vektor. Ja, und das Eleganteste wäre einfach, die Funktion last zu verwenden. Also ich schreibe nochmal, gehe nochmal einfach hier auf Kopieren. Kopiere mir das. Steuerung C und Steuerung V. Und Sie finden hier unter Vektoren und Matrizen die dazugehörigen Funktionen. Und hier gibt es irgendwo die Funktion last. Last but not least. Hier haben wir es, last. Übergeben der Funktion unseren Vektor, der hieß V. Hier ist noch irgendeine 6 drin, keine Ahnung, wo die herkommt. Und gehen auf ist gleich. Und man sieht, es gibt uns immer den letzten Index aus. Ja, in unserem Vektor. Zählen wir nochmal durch. Geht bei 1 los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. Und wenn ich das Ganze mal wieder kürzere, gehe jetzt hier auf Spalte löschen. Ja, dann passt das entsprechend an. Und das würde ja nie anpassen. Ja, das heißt, diese Schreibweise ist die eleganteste. Ich zeige noch ein paar andere Varianten, die auch gehen. Und zwar könnte man jetzt hier noch die Länge ermitteln. Wieder Steuerung V. Das nehmen wir. Ah, wieder zu viel. Also Steuerung V und hier die 6 gelöscht vorher diesmal. Macht diesmal richtig. Gehen jetzt wieder auf Funktion. Es gibt noch die Funktion Länge. Die ist hier. Und die ermittelt uns die Länge eines Vektors. Und da muss man nämlich aufpassen, das ist eine böse Falle, wo gerne Anfänger wieder reintappen. Nämlich, und das ist auch der Grund, warum ich ungern für Anfänger die Indizierung bei 0 anfangen lasse, weil dann kommt nämlich folgende Falle. Ich zeige das hier mal kurz, ich stelle wieder um auf 0. Also wenn ich jetzt den Index 1 verwende, also Origin 1, dann ist die Länge gleich der letzte Index. Ja? Wenn ich allerdings hier auf 0 umstelle, dann gibt es hier eine Diskrepanz. Ja? Der letzte Index wäre die 5. Ja, warum? Ich sehe an 0, ist ja Origin ist gleich 0, also erster Index 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Aber die Länge ist ja nicht der letzte Index, sondern die Anzahl der Elemente. Das heißt, wie viele Elemente oder wie viele Werte habe ich in meinem Vektor? Und da muss ich natürlich mit 1 anfangen zu zählen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich habe quasi 6 Elemente in meinem Vektor. Also die Länge ist gleich 6. Aber der letzte Index ist beim Origin gleich 0, ist 5. Und da habe ich halt eine Diskrepanz zwischen diesen beiden. Und da darf man natürlich aufpassen, dass man die nicht verwechselt. Ja? Während wenn Sie ja mit 1 arbeiten, dann sind Sie auf der sicheren Seite, dann können Sie die quasi synonym verwenden, ja, in dem Fall. Ja, eine andere Variante wäre jetzt noch, die werde ich auch noch mit zeigen, wenn man das als Matrix betrachten würde. Ja, dann, ich tue mal das hier daneben darstellen oder hier drunter. Also V sieht da jetzt so aus, durch das Transponieren. Dann könnte man auch die Anzahl der Zeilen ermitteln. Ja, das ist quasi eine Matrix, die aus einer Spalte und mehreren Zeilen besteht. Und das macht die Funktion Rows. Gehe also jetzt wieder hier auf. Ah, nochmal Steuerung V hat man ja. Ne, haben wir noch nicht. Das müssen wir wieder kopieren. Steuerung C, Steuerung V. Sie können die Funktion auch einfach hier eingeben. Das geht schon. Ja. Rows. Und das ist jetzt die Anzahl der Zeilen. Auch die Funktion finden Sie hier oben. Hier Anzahl der Zeilen einer Matrix. Ja, wenn man das Matrix betrachten würde, aber auch hier wieder aufpassen. Das ist natürlich wieder problematisch, wenn das hier, weil es ist ähnlich wie längs. Ja, wenn Sie bei 0 anfangen würden, haben Sie wieder eine Diskrepanz. Ja, also das Einzige, was durchgehend funktioniert, ist last. Deswegen
wie gesagt, wenn Sie das Ganze als Vektor betrachten können, ist es immer praktisch, weil da haben Sie halt die Funktion last drin und die funktioniert unabhängig, ob das jetzt bei 0 oder bei 1 anfängt zu zählen. Während die Funktion length und rows, da müssen Sie ein bisschen aufpassen, wo der Origin ist, ja, wie Sie die einsetzen können. Ja, deswegen mein Tipp ist, sofern Sie mit Vektoren arbeiten können, anstatt von Matrizen arbeiten Sie mit Vektoren und verwenden Sie dann immer die Funktion last, dann sind Sie immer auf der sicheren Seite. Ja, das ist jetzt ein paar Varianten, wie Sie hier den letzten Index ermitteln können. Und dann können wir noch einen Laufindex festlegen. Was ist der Laufindex? Mit dem kann ich quasi jetzt meinen Vektor durchlaufen. Ja, auch hier wieder die fixe Schreibweise wäre, indem Sie hier einfach sagen, i Doppelpunkt ist gleich 1. So, tu mal so, dass es bei 1 losgeht. Obwohl Origin jetzt hier 0 ist, aber 1 Punkt Punkt und dann bis zur 6. Ich stelle mal wieder hier auf 1 um. So, so könnte man das machen. Ja, aber Sie sehen, ich bin kein Freund von dieser Schreibweise. Ja, warum? Selbe wie hier. Würde ich jetzt hier den Vektor, die Größe des Vektors verändern, was hinzufügen oder was wegnehmen, dann müsste ich das ja auch wieder verändern. Besser ist, man macht das wieder allgemeiner. Ja, jetzt, wenn sofern Sie das IS und das IE schon definiert haben, können Sie natürlich auch sagen, I Doppelpunkt, achso, oh ja, noch Rechenbereich einfügen. I Doppelpunkt ist gleich einfach I tiefgestellt S Punkt Punkt bis I tiefgestellt klein e. Ja, sieht dann so aus. Das wäre jetzt hier unser Index. Und übrigens, das finden Sie auch hier, diese Operatoren, das wäre das hier. Ja, wenn Sie das nicht vorher definiert haben, den Start- und den Endindex, dann müssen Sie das einfach jetzt hier definieren. Das geht natürlich auch. Und gehe wieder auf Rechenbereich. Und wieder i Doppelpunkt ist gleich und definiere jetzt hier mein IS. Ich mache mal jetzt die allgemeine Form. Diese hier, die bevorzuge ich, also IS ist gleich Origin. Ja, das funktioniert dann immer. So. IS. Ah, Entschuldigung, das habe ich auf Blödsinn gemacht. Also hier überschrieben. Also I Doppelpunkt ist gleich. Und dann hier Origin. Dann Punkt, Punkt. Bis und last V. Ja, jetzt wird die allgemeinste Form. Und diese Variante würde wieder funktionieren, egal, machen wir hier noch schnell ein Ist-Gleich dahinter. Ja, egal, ob es jetzt bei 0 oder 1 losgeht, aufpassen, achten Sie mal jetzt auf diese Schreibweise hier vorne. Also wieder auf Berechnung. Ja, bei 0 haben Sie natürlich hier ein Problem. Ja, dann tut er quasi hier einen Wert auslassen. Na, dann fängt er ab dem zweiten Wert an. Ne? Während das Ding hier wieder immer funktioniert. Aufpassen, hier sollte ich vielleicht noch das als letzte Variante wählen. Also das Rows noch mit drin, was natürlich problematisch ist. Ne? Das nehmen wir erstmal als letzte. So. Und klicken das hier dahinter. Und tun das mal hervorheben. Also mathematische Formatierung. Das ist die bevorzugte Variante ist das. Und das ist auch die bevorzugte Variante. Und das wäre auch die bevorzugte Variante. Ja, das so zu definieren. Ja, das ist wieder sehr allgemein gehalten. Und auch das würde wieder funktionieren, egal ob das jetzt hier bei 0 oder 1 losgeht und auch das würde funktionieren, wenn Sie den Vektor größer oder kleiner machen. Ja, weil das wächst einfach mit. Sie können allerdings auch diesen Laufindex steuern, indem Sie hier, gehen wir auf Enter, mach das mal hier unten, indem Sie einen Schrittbereich eingeben. Dazu kopiere ich mal jetzt hier oben hier meine, machen wir vielleicht hier diese Sache zuerst, ja wieder. Das sieht man etwas einfacher nachzuvollziehen als die allgemeine Schreibweise. Steuerung V. Und den ich zum Beispiel hier noch mit über Komma und sage, ich gebe jetzt noch den nächsten Wert an. Wenn ich zum Beispiel sagen würde, i ist gleich, also 1, 2, würde bedeuten, ich fange erst bei 1 an zu zählen, der nächste wäre 2, der nächste 3, 4 und 5 und nach 6 ist Schluss. Ja, zeige ich es dir mal. Ja. Und wenn Sie allerdings jetzt hier den Wert ändern und sagen, nee, ich möchte nicht das Inkrement 1 haben, sondern Inkrement 2, also 1 und 2 macht 3, ja, dann wäre der nächste Wert dann die 3. Dann hätten wir quasi nur jeden zweiten Wert. Also hätten quasi jetzt hier unseren ersten Wert. Ja, also das wäre hier die 3. Ja. Moment, wie kommt jetzt hier auf die 1? Achso, ist der Index, Entschuldigung. Ja, ist ja dann der Index. Ich tue das Ganze hier mal anwenden. Dazu nehmen wir das hier mal raus. Und das wollte ich nicht löschen, ich wollte es nur runterschieben. So.
Und wir wenden das Ganze mal an, indem wir jetzt hier sagen V Index I. Es gibt für Index auch einen Shortcut, aber der ist so kompliziert, dass ich das eigentlich ungern verwende. Steuerung Alt und eckige Klammer. Ja. Und gehe jetzt hier auf I und ist gleich. Und da wird er jetzt hier sauer. Wieso? Dieser Wert muss eine Ganzzahl sein. Ist es ja auch. V ist aber richtig, oder ist das V auch noch falsch? V geht schon. So, tun wir uns das I nochmal anschauen, ob wir da irgendwo jetzt hier blöd sind. Das passt eigentlich. Also nochmal. V. Klein V und Steuerung Alt. Eckige Klammer. I. Na, lässt sich nicht überreden. Warum muss das jetzt eine Ganzzahl sein? Es könnte sein, durch dieses ständige Neudefinieren, dass jetzt ein bisschen irritiert ist. Das kommt hin und wieder vor. Machen wir es mal ein K draus. Und geben wir mal ein K ein. Ne, ist immer noch. So, Problem war hier gewesen, dass mit der Ausgabe, muss da ein bisschen aufpassen, wenn Sie das ausgeben, den Index, dann können Sie nicht mehr verwenden. Dann macht er ja so ein. Deswegen machen wir es hier mal so. Und dann funktioniert das auch. Also, wenn Sie hier diesen den Schrittbereich eingeben, das finden Sie ja auch hier oben unter Rechnen, Operatoren, Schrittbereich. Ja, hier können Sie das eingeben. Sie können es einfach händisch eingeben. Erst eine Zahl, dann Komma, dann der nächste Wert, dann Punkt, Punkt, dann der letzte Wert. Ja, oder einfach hier haben Sie die Shortcuts, also die Operatoren dafür. Dieser und dieser. Ja, diese beiden sind das. Allerdings dürfen Sie nicht auf ist gleich gehen. Wenn Sie sich die Werte anschauen wollen, dann geben Sie einfach das nochmal aus. Sie einfach sagen hier i ist gleich, aber nicht so wie ich es hier oben gemacht habe. Wenn Sie das da hinten einfach ausgeben, können Sie das hier unten nicht mehr verwenden. Ja, und dann können Sie steuern. Zum Beispiel jetzt hier jeder zweite Wert oder jeder dritte. Ja, oder auch jeder erste Wert. Also dann hätten Sie jetzt, achso, es wäre dann i2 natürlich, ja. Also erst 1, 2. Aber aufpassen, hier wieder, das klappt natürlich nur, wenn Origin gleich 1 ist. Ja. Wenn Sie das Ganze wieder allgemein schreiben wollen, dass es möglichst funktioniert, egal was für Origin, egal wie groß der Vektor ist, auch hier der Endwert ist natürlich jetzt auch wieder problematisch, ne? Wenn das Ganze jetzt wieder größer oder kleiner wird, dann würde das auch nicht mehr funktionieren, dann müsste ich wieder neu eingeben. Also ich tue uns da hinten nochmal die, ich gebe es jetzt eh aus, aber nicht mehr verwenden wollen. Also gehen wir drauf ist gleich. Und jetzt geben wir das hier nochmal ein in der Allgemeinschreibweise, die ich empfehlen würde. Die ist nicht so leicht zu lesen, dafür klappt sie aber immer. Und zwar sage ich hier einfach, der erste Wert ist das Origin. Der zweite Wert wäre dann Origin plus X, also plus Inkrement. In dem Fall wäre das dann zum Beispiel plus 2. Ja, und der letzte Wert wäre wieder Last. Ja, und dann haben Sie hier wieder eine Schreibweise, die funktioniert wieder völlig unabhängig, ob Sie hier ein 0 oder 1 verwenden. Und mit dieser Allgemeinschreibweise können Sie auch dann wieder hier Werte hinzufügen oder entfernen. Die Größe des Vektors kann sich ändern und das passt sich automatisch mit an. Ja, also das würde ich empfehlen, diese Schreibweise, auch wenn sie vielleicht nicht so leicht zu lesen ist wie sowas. Ja, also wenn Sie Mathcad verwenden wollen, um den Algorithmus möglichst zu visualisieren, allerdings nicht zu vollautomatisieren, ja, dann kann man sowas hier verwenden. Wenn es darum geht, das möglichst vollautomatisch zu machen, dass man die Werte nicht ständig ändern muss, ja, dann ist diese Schreibweise zu empfehlen. So, hauen wir das ja wieder raus und kommen wir zum zweiten Teil, nachdem wir jetzt geklärt haben, wie kann ich die einzelnen Werte in einem Vektor ermitteln, möchte ich jetzt hier zeigen, wie können Sie die Summberechnung in Mathcad machen, jetzt unabhängig von unserer Programmierung. Ja, das machen wir dann im dritten Teil. Zunächst die ausführliche Schreibweise. Wieder auch diese hier in dieser Form, ja, also ohne Parametrisierung, in denen ich hier auf Rechnen gehe, dann finden Sie hier entweder die Summe oder das Produkt, das wäre die Summe, das wäre das Produkt. Also was ich jetzt zeige, können Sie genauso mit dem Produkt machen. Ja. Das machen wir jetzt mit der Summe. Gehe also hier auf Summe und Sie können jetzt ja ein i eingeben. Wichtig ist, wenn Sie das i definieren, muss hier ein normales ist gleich rein. Das ist ein bisschen verwirrend. Ja, ich muss ein normales ist gleich rein und setzen dann auf 1 und
Dann bis wohin? Wir haben jetzt wieder Origin gleich 1 genommen. Ja. Dann sagen wir, okay, bis zum sechsten Wert und holen jetzt hier unseren Vektor V Index I. Ach, ich wusste es doch, dieser blöde Shortcut. String Alt und eckige Klammer. V Index I. Und dann gehen wir hier auf ist gleich und haben wir die Summe 17. Wie gesagt, Nachteil ist, wenn sich der Vektor ändert, wenn der größer oder kleiner wird, dann müsste das ja auch wieder ändern. Und wenn sich Origin ändert, ja, aus irgendeinem Grund, das Origin wird sich wahrscheinlich eher kaum ändern. Ja, das wird man wahrscheinlich innerhalb eines Sheets nicht ständig hin und her ändern. Nur es kann natürlich passieren, wenn Sie jetzt die Formel irgendwo rauskopieren in ein anderes Sheet rein, ein anderes Matcat-Dokument, wo Origin eben nicht mehr bei 1 ist, sondern bei 0 aus irgendeinem Grund, dann klappt das nicht mehr. Aber innerhalb eines Sheets, eines Arbeitsblattes, würden Sie wahrscheinlich nicht auf die Idee kommen, dieses Origin ständig zu ändern, so wie ich es jetzt hier mache, als Vorführzwecke. Ja, normalerweise stellt man es einmal ein, lässt das darauf. Was ich allerdings oft ändern kann, ist hier die Größe eines Vektors oder einer Matrix. Ja, und deswegen ist diese Schreibweise nicht gut, weil sie es nicht parametrisiert. Der Wert ist ja fix eingegeben. Und sollte jetzt der Vektor größer oder kleiner werden, dann ist zumindest das hier ein Problem. Das wäre ein Problem, wenn Origin sich ändert. Das ist ein Problem, wenn die Größe des Vektors sich ändert. Deswegen nehmen wir hier die allgemeine Schreibweise. Achso, bevor wir die machen, vielleicht nochmal. Wir können natürlich hier auf unser i zugreifen, was wir hier oben definiert haben, beziehungsweise hier. Ja, das geht natürlich auch. Ja, machen wir das hier nochmal. Wenn Sie das i quasi vorher definieren, können Sie das auch hier verwenden. Das zeige ich jetzt. Gehe einfach hier auf Summe und trage hier unten einfach mein i ein. Ja, was ich hier oben definiert habe. Hier ist es. Ja, dieses ist das jetzt. Und wieder hier mein Vektor mit Index angegeben und gehe auf ist gleich. Da kommt natürlich 15 raus, weil ich hier im Prinzip jeden zweiten Wert aufsummiere. Setze ich das Ganze hier wieder auf jeden Wert, dann kommen wir ja auch auf 17. Das heißt, man sieht eben schön, ich kann jetzt hier auch schön steuern, soll jetzt wirklich jeden Wert aufsummieren oder nur jeden zweiten oder jeden dritten. Ja, das kann man hier schön einstellen, ja, mit dieser Geschichte. Also jeden Wert aufsummieren. Oder wenn Sie jetzt das vorher nicht definieren wollen, aber dennoch trotzdem allgemein schreiben wollen, das zeige ich jetzt, das können Sie es auch hier allgemein eingeben. Gehe also wieder auf meinen Operator und gebe jetzt hier unten ein i. Aufpassen, normales ist gleich Origin. Origin. Genau. Und hier oben jetzt immer unser Last. Das haben wir hier. Last V. Da haben wir das hier unabhängig gemacht vom Startindex und hier unabhängig von, haben quasi die Länge des Vektors oder den letzten Index des Vektors, um genauer zu sein, parametrisiert. Das heißt, nimmt immer den letzten Index. Er summiert quasi immer vom ersten bis zum letzten, egal wie lang der Vektor ist und egal ob der Origin jetzt 1 oder 0 ist. Und was soll er aufsummieren? Unseren Vektor über den Index i ist gleich. Und das wäre jetzt hier die allgemeine Schreibweise. Es gibt noch eine Vektor-Kurzschreibweise, die möchte ich auch nicht vorenthalten und die kann man dann verwenden, wenn man weiß, okay, ich möchte komplett alle Werte aufsummieren eines Vektors. Ich will jetzt hier nicht rumspielen, jeden dritten, jeden fünften Wert, mir ist auch der Origin egal, der letzte Wert egal. Das ist quasi die Quick and Dirty Variante. Gehen Sie einfach jetzt hier auf Rechnen, dann auf Operatoren, gehen hier auf die Summe, tragen überhaupt nichts ein, geben nur den Vektor an, V, ohne Index. Und wenn Sie das so machen, dann summiert er komplett alles auf. Ja. Ohne dass Sie hier das groß steuern können. Aber es ist natürlich praktisch, wenn Sie eh wissen, will eh alles aufsummieren. Ja, Sie können das Ganze aber auch als Matrix betrachten. Das hat man ja eben schon auch hier oben schon mal diskutiert gehabt, ganz am Anfang. Und das können wir auch hier nochmal zeigen bei der Gelegenheit. Passt das zwar nicht ganz hier rein, weil wir ja mit Vektoren eigentlich noch arbeiten wollen. Dennoch möchte ich Ihnen auch zeigen, dass das, was wir hier machen, auch natürlich auch für Matrizen theoretisch gilt. Sie können auch den Vektor wie eine Matrize betrachten. Zunächst einmal wieder diese Form. Ich kopiere sie einfach schnell und schmeiße das hier unten rein. Und müssen allerdings jetzt hier den Vektor transponieren und daraus. Ne, muss ich nicht. Ich kann es auch einfach nur als Matrix betrachten. Das würde bedeuten, wir haben nur eine Spalte, eine i-te Zeile, aber die erste Spalte. Und fertig. Das war es eigentlich schon. Ja, wie gesagt, die können Sie weglassen, dazu schreiben, ist im Prinzip egal. Ja. Nehmen wir auch hier nochmal die allgemeine Form. Wir lassen den Vektor stehen. Ich kopiere mir das hier wieder und sage dann wieder, nee, ich hole mir das von hier oben. Das ist noch besser. Hier diese Form. STRG C.
Und das löschen wir raus. Steuerung V. E-Origin können wir übernehmen. Allerdings, wenn wir das als Matrize betrachten, der Vektorbefehl Last funktioniert nicht, streng genommen nicht bei Matrizen. Ja, gilt nur für Vektoren. Deswegen müssen wir jetzt hier, wenn wir das also als Matrize betrachten, mit der Funktion Rows arbeiten. Also geben wir jetzt hier Rows ein, Anzahl der Zeilen. Und wieder hier unseren Vektor, das ist dann wieder VI, 1. Ja. Aber aufpassen, böse Falle, was würde jetzt passieren? Ich zeige es dir nochmal hier oben, wenn wir mit Rows arbeiten würden. Und wir ändern jetzt hier unseren Startindex, Berechnung, und setzen den auf 0. Ja, dann haut unser Rows nicht mehr ganz hin. Ja, da haben wir quasi jetzt hier, weil der letzte Index ist dann nicht die gleiche Anzahl, sondern ist quasi eins weniger. Und dann kriegen wir, sehen Sie, überall wird jetzt hier rot. Ja, überall, wo wir das nicht sauber formuliert haben, aber auch hier wird es jetzt rot. Hier Sie sehen, das funktioniert immer noch. Ja, das haben wir ja schon gesagt, das ist unabhängig davon, das sowieso. Das natürlich nicht mehr, aber auch hier haben wir noch ein Problem, weil nämlich das Rows jetzt zu groß ist. Dann müssen wir jetzt sagen, Rows minus 1. Dann klappt das. Oh, Moment. Rows minus 1 und R-Index muss eine Ganzzahl sein, nicht kleiner als Origin. Ja, warum ist das hier noch rot? Blöder Fehler. Selber reingetappt in die Falle. Da ist natürlich dann hier nicht mehr die erste Spalte, sondern die nullte Spalte. Da müsste ich hier wieder 0 eintragen. Ja, jetzt geht das wieder. Ich würde wieder Origin ändern. Auf 1 klappt das natürlich nicht mehr. Ja, das kann man leicht beheben, indem ich hier einfach sage, Origin ist dann hier nicht die erste Spalte, sondern hier einfach die Origin-Spalte. Hier Origin rein. Ja, dann klappt das hier wieder. Ja. Sowohl bei 0 als auch bei 1. Aber hier oben, das mit dem minus 1 ist natürlich problematisch. Denn wenn ich jetzt den Origin auf 1 setze, dann stimmt das hier nicht mehr. Da ist es quasi, tut er quasi einen Wert zu wenig aufaddieren. Und das kann ich relativ einfach lösen, indem ich hier einfach hier Folgendes reinschreibe. Rows plus Origin minus 1. Ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier bei Origin gleich 1 bin, dann gibt er mir aus für Rows gleich 6, dann rechnet er 6 plus 1 sind 7, minus 1 sind wieder 6. Ja, also das passt. Und wenn ich jetzt hier auf Origin gleich 0 wäre, dann gibt er mir auch wieder aus Rows gleich 6, rechnet jetzt Rows plus 0, also 6 plus 0 ist 6, minus 1 ist 5 und das passt dann wieder. Ja. Wir haben wieder beim letzten Index. Ja, also das wäre jetzt die allgemeine Form, die immer funktionieren würde, egal ob Sie jetzt mit 0 oder 1 arbeiten. Und auch hier können Sie wieder die Länge des Vektors verändern. Zeige ich auch nochmal. Ich tue nochmal was hinzufügen. Gehe wieder auf, wo haben wir es? Matrizen und Tabellen. Gehe hier auf rechts einfügen. Mache hier noch einen Wert hinzu. Ist ein bisschen zu übertreiben. Ja, und dann sehen Sie hier, das funktioniert. Ja, richtig. Hier sehen Sie die richtige, was richtig rauskommen muss. Das funktioniert noch. Das klappt nicht mehr, ja, weil man tut quasi einen Wert weniger aufsummieren. Wir sind jetzt wieder bei 1, ne? Naja, wir müssen auf 1 wieder umschalten. Ja, wieder einen Wert weniger aufsummieren. Das funktioniert, das sowieso. Ja, das haben wir von hier oben übernommen. Das geht auch noch. Das klappt natürlich nicht mehr. Ja, und hier unsere allgemeine Form funktioniert auch. Ja, also auch, wenn Sie schön allgemein schreiben, mit dieser Form, dann ist natürlich schwer zu lesen, gebe ich gerne zu, ja. Aber der Vorteil ist, das Ding funktioniert immer, ja. Egal, ob Sie jetzt mit dem wechselnden Origin arbeiten oder ob jetzt Ihr Vektor größer oder kleiner wird. Diese Schreibweise ist schön zu lesen für Dokumentationszwecke, hat allerdings den Nachteil, sobald sich Ihr Vektor ändert, dann müssten Sie hier oben die Länge wieder anpassen und würden Sie das in einem anderen Arbeitsplatz verwenden, wo jetzt Origin auf 0 ist, dann müssten Sie dann den Origin wieder anpassen. So, ich hoffe, ich konnte jetzt hier nochmal einführend etwas erklären zu den Hintergründen, wie arbeitet man mit Vektoren im Speziellen. Wir haben uns hier auf Vektoren konzentriert, aber ich habe es noch ein bisschen allgemein gehalten, auch noch das ganze Thema Matrizen ein bisschen mit angerissen. Ja, und habe Ihnen auch gezeigt, wie kann ich jetzt hier in MATCAD solche Summen ausführen, beziehungsweise hier finden Sie auch nochmal, das gilt natürlich auch fürs Produkt. Ja, also das hier gemacht hätte ich auch mit Produkt machen können. So, im nächsten Teil kommen wir jetzt zu den Schleifen. Also hier im Teil 3. Hier geht es darum, das Ganze hier einmal
zu programmieren, so eine Summe. Und wir fangen an, das hier in einem Flussdiagramm uns erstmal zu überlegen, ja, wie sieht das allgemein aus? Wichtig ist, in dem Flussdiagramm kann ich im Prinzip nur bedingte Schleifen darstellen, also theoretisch Iterationsschleifen. Ja. Wir machen das quasi mit einer kopfgesteuerten Schleife. Die brauchen wir hier, ich werde euch zeigen, warum. Allerdings entspricht die Schleife, die wir hier verwenden wollen, eigentlich einer Zählschleife. Ja, warum einer Zählschleife? Eine Zählschleife nehme ich dann, wenn ich vorher genau weiß, wie oft möchte ich die Wiederholung durchführen. Und die Wiederholung ist natürlich abhängig von der Länge meines Vektors. Und da ich das vorher weiß, wie lang der Vektor ist, nimmt man normalerweise eine Zählschleife. Wenn ich vorher nicht weiß, wie oft ich das machen muss, dann nimmt man eine Iterationsschleife. Ja. Wie gesagt, mein Beispiel, was ich mal gern bemühe, ist und mache das Fenster 10-mal auf und zu. Dann weiß ich, dann sage ich ihm ganz genau, okay, mache das 10-mal, weil ich vorher weiß, ich muss es halt 10-mal machen. Wenn ich allerdings sage, mache das Fenster auf und zu, bis es kaputt ist, das ist eine Iterationsschleife. Da habe ich keine Ahnung, ob ich das 10-mal auf und zu machen muss, 100-mal oder nur 3-mal. Ja, das ist eine klassische Iterationsschleife. Aber aufpassen, Flussdiagramme kennen eigentlich nur Iterationsschleifen. Ja, deswegen, das bitte jetzt nicht irritiert sein. So, wichtig ist zunächst erstmal die Eingabe zu definieren. Ja, bei so einem Flussdiagramm. Das heißt, was ist gegeben? Mit was muss ich arbeiten? Mit welchen Daten? Und das macht mir hier dieses Symbol. Da gebe ich im Prinzip ein, hier in so einem Parallelogramm. Ja, hier der Name meiner Eingabe, die nenne ich Vec. Die ist vom Typ Vektor und enthält Gleitkommazahlen. Das bedeutet diese Schreibweise. Und dann, wenn ich jetzt so eine Summe berechnen will, muss ich mir vorher überlegen, nehmen wir an, Sie hätten jetzt hier, bleiben wir hier mal bei dem Vektor hier oben vielleicht. Oder holen Sie einfach hier runter, das können wir ja einfach hier reintragen. Gehen wir hierher und schreiben einfach V ist gleich, dann sehen wir ein bisschen vor uns. Das ist unser Vektor. Ich nehme mal den letzten Wert wieder raus. Der ist ein bisschen aus der Reihe. Wo ist er hier? Gehe hier auf, wo haben wir es? Hier Matrizen und Tabellen und schmeiß das wieder raus, Spalte löschen, scrolle wieder runter. Hier ist er. Nehmen wir an, Sie müssten das aufsummieren. Wie würden Sie das machen? Ne? Sie würden sagen, okay, nehmen den ersten Wert, 3. Dann tun Sie auf diesen Wert die 5 aufaddieren. Also 3 und 5 macht 8. Ja? Dann tun Sie auf diesen Wert die 2 aufaddieren. Das heißt, Sie müssen sich immer einen Wert speichern. Immer, ich habe also zum Beispiel hab ich die 3 gespeichert. Dann habe ich die 8 gespeichert. Jetzt tue ich quasi die 2 auf. Jetzt muss ich quasi aus der 8 eine 10 machen. Jetzt speichere ich quasi diesen Wert, ja, eine 10 und so weiter. Ja, das heißt, Sie brauchen eine Variable, in der Sie immer Ihr Zwischenwert einspeichern. Ja, und Sie tun es immer wiederholen. Ja. Sie gehen quasi die Werte einzeln durch und tun immer den Wert immer auf diese Variable aufaddieren. Und die Variable legen wir fest. Ja, und die legen wir am Anfang hier auf 0. Das ist die Variable Summe. Ja, in diese Variable speichere ich hier meine Zwischensummen quasi immer rein. Ja, am Anfang ist Summe 0 und dann gehe ich zu meinem ersten Wert und sage, Summe ist gleich 3, erster Wert. Und dann tue ich einfach danach sagen, okay, ich gehe zum nächsten Wert und es ist quasi immer auf die letzte Zwischensumme speichere ich immer den aktuellen Wert drauf. Also 3 und 5, 8, 8 und 2, 10 und so weiter. Ja. Jetzt müssen Sie noch eine Variable festlegen, mit dem Sie Ihren Vektor durchlaufen, Ihren Index. Ja. Vektor hat einen Index, ja, normalerweise i, wie wir es ja oben auch gemacht haben. Und um die einzelnen Indizes anzusprechen, brauchen wir dafür eine Variable und diese tun wir einfach sagen i. I ist gleich 1. Diese hier. Also wir haben quasi die Zwischensumme, das ist das hier. Summe ist gleich 0 und dann ist, wir fangen bei 1 an zu zählen. Ja. Also i ist gleich 1. So. Und jetzt brauchen wir hier eine sogenannte Wiederholbedingung. Und die sieht dann so aus. Ja, also i, wenn i ist kleiner gleich Länge weg, ja, was soll er dann machen? Wenn ja, dann soll er hier die Summe nehmen und auf die jeweils letzte Summe den i-ten Wert aufaddieren. Ja, gehen wir da mal durch. Also wir tun unser Programm jetzt mal ausführen. Wir übergeben jetzt hier weg. Das ist hier unser weg. Ja. Nehmen eine Zwischenvariable, die nennen wir Summe, setzen die auf 0.
legen unsere Indexvariable fest, mit i setzen die auf 1. Wir lassen mal Origin auf 1. Ja? Die Spielerei mit Origin ist jetzt quasi vergessen, machen wir es, da bleibt es immer konstant auf 1. Ja? So. Jetzt prüfen wir ab, ist i kleiner gleich Länge weg oder Last weg, je nachdem, wie Sie das formulieren wollen. Wie gesagt, wenn der Region 1 ist, ist das eh egal. Ja, wenn es nicht 1 ist, wäre, dann wäre das hier nicht egal. Wir bleiben also auf 1, deswegen die Betonung. Die Länge weg war 6, ja, 6 Werte. Momentan ist i 1, also ist es wahr. Was macht er jetzt? Er addiert quasi hier auf die Summe, die wir auf 0 hatten, auf die alte Summe, also tut quasi die Summe neu überschreiben, nimmt die alte Summe, das ist diese, die war 0, plus Vektor i, Vektor i und i ist 1, also ist der erste Wert. Also es wird einfach 0 plus 3 und überschreitet jetzt quasi die Zwischensumme. Jetzt haben wir nicht mal 0 drin stehen, sondern steht jetzt hier oben eine 3 drin. Ja, jetzt geht es weiter. Das muss jetzt machen, es muss das i um 1 erhöhen, damit er zum nächsten Wert geht. Das machen wir jetzt hier. Die nächste Anweisung jetzt hier wäre jetzt, dass das Ganze um 1 erhöht. I war jetzt 1, macht er als i gleich 2 und jetzt geht das Ganze wieder zurück. Das ist jetzt unsere Schleife. Jetzt haben wir quasi unsere Schleife, weil das Ganze wieder zurückgeht. Er geht wieder in die Wiederholbedingung zurück und prüft jetzt ab. I haben wir jetzt auf 2 erhöht. Also i ist 2, ist das kleiner 6. Kleiner gleich 6, ja, also true. Jetzt nimmt er die alte Zwischensumme. Das war 3. Ja, die kommt jetzt hier, 3 und addiert auf die 3 unsere weg i, i ist 2, also hier das entsprechend auf. Ja, das wäre dann 5. Also 3 und 5 macht 8 und speichert das Ganze wieder ab in der aktuellen Zwischenstufe. Das heißt, es steht hier oben eine 8 drin. Er erhöht wieder das Inkrement auf i von i gleich 2 auf 3. Also das wäre jetzt wieder 2 plus 1 macht 3, speichert das i ab. Geht wieder hier hoch, prüft das ab, ist das kleiner gleich 6? Ja und so weiter. Ja, das macht jetzt so lange, bis er jetzt hier hinten ankommt. Ja. Und wenn das i dann nicht mehr kleiner ist, ist quasi an unserem Ende des Vektors angekommen, dann gibt er das Ergebnis aus. Also, das wäre jetzt hier die Ausgabe und die beschreibt man jetzt so. Also, wir geben jetzt die Summe aus, die interessiert uns ja. Ja, die Zwischensumme ist quasi unsere Endsumme, zur Endsumme geworden und das ist ein Skalar. Ja, das ist oben, wir übergeben quasi einen Vektor und die Funktion gibt uns einen einzelnen Wert zurück vom Typ Float. Der muss ja vom selben Typ sein, also Gleitkomma. Und das wäre hier unser Flussdiagramm. Ups, haben wir schon das Struktogramm. Und im nächsten Schritt überführen wir das Flussdiagramm in ein Struktogramm. So, das Struktogramm ist immer näher an unserem Code. Ja, ich werde das Flussdiagramm erstmal 1 zu 1 ins Struktogramm übersetzen. Das wäre wieder unsere Data Input bzw. Dateneingabe. Also wir übergeben einen Vektor als Vektor vom Typ Float. Und was soll er dann machen? Es tut er einfach zwei Variablen definieren. Einmal die Variable Summe, die setzt er auf 0 und die Variable i, die setzt er auf 1. Diese zwei Anweisungen kommen jetzt hier. Datenoperation. Ja. Und jetzt wird er hier im nächsten Schritt kommt jetzt hier unsere Schleife. Ja, das sieht dann im Struktogramm so aus. Hier wäre jetzt unsere kopfgesteuerte Schleife, ist eine Weilschleife. Jetzt streng genommen ist das hier eine Weilschleife. Ja. Also solange i kleiner gleich unserer Länge des Vektors ist, also wenn man so will, solange i sich innerhalb unseres Vektors bewegt, also wenn sie groß wird, was soll er dann machen? Dann sollen die beiden Anweisungen hier kommen. Dann soll zunächst immer unsere Zwischensumme aufsummieren, also die einzelnen Werte in unserer Zwischensumme abspeichern und dann immer das Inkrement um 1 erhöhen. Ja, und wenn das beendet ist, dann soll das Ganze ausgeben. Das wäre hier unser Flussdiagramm, Struktogramm. Ja, und das können wir jetzt eingeben. Sie werden gleich sehen, das Struktogramm ist sehr nah an unserem MATCAD-Code. So, jetzt muss ich dieses Ding mal weglegen. Hier, das habe ich mir so gebaut, damit ich das ein bisschen abdecken kann. Jetzt nehme ich es mal raus, weil das nervt hier ein bisschen. So, und schmeiße das hier drüben rein. So, jetzt tun wir das mal implementieren. Dazu, ja, packen wir das hier wieder drunter. Oder lass mal hier so stehen, vielleicht ist es besser, ich lasse das so ein bisschen nebeneinander stehen. Ich nehme das mal hier so rüber. Und den Vektor lassen wir auch mal so stehen, damit wir ein bisschen sehen. Und das tun wir und das MATCAD implementieren. Das heißt, wir tun es quasi man könnte auch sagen, unseren Code schreiben. Zunächst tun wir unsere Summe. Die Funktion soll Summe heißen. Also schreiben wir jetzt hier Summe. Ich tue mal doch.
mit 1 noch nummerieren, weil es quasi die erste Variante. Summe 1, wir übergeben quasi hier eine Variable weg. Ja, das haben wir quasi das hier oben gemacht. Und Doppelpunkt ist gleich, das tun Sie quasi definieren. Also das ist der Name der Funktion und das ist der Parameter der Funktion. Und jetzt gehen wir hier auf Programmierung. Das sind jetzt mehrere Anweisungen, also brauchen wir Programmierung, gehen also auf Rechnen. Wichtig ist, die Sachen müssen Sie klicken, die dürfen Sie nicht einfach eingeben. Das wird nicht funktionieren. Funktionen wiederum, wo waren Sie? Wenn Sie Funktionen, ja, die Sie haben, die können Sie klicken. Nehmen wir irgendeine hier. Aber die können Sie auch eingeben. Ja, während diese Programmieranweisung hier, diese Programmierbefehle, die müssen Sie immer klicken. Die können Sie nicht einfach eingeben. Ja, das würde nicht funktionieren. Also geht es ja auf Programmieren. Ist ja ausgegraut. Wieso? Jetzt. Und die erste Anweisung ist, die Variable festzulegen. Summe gleich 0. Also geben wir den Variablen-Namen ein. Summe. Wichtig ist, wenn Sie hier eine sogenannte lokale Variable festlegen, sagt man dazu, weil diese Variable, die Summe heißt, gilt nur innerhalb unserer Funktion, deswegen nennt man sie lokale Variable, dann müssen Sie diese mit diesem Pfeil definieren. Ja, lokale Zuweisung heißt das. Nee, bitte nicht hier mit diesem ist gleich verwechseln, ja, das gilt nicht innerhalb von diesen Funktionen. Wenn Sie innerhalb von Funktionen Variablen definieren oder irgendwas zuweisen wollen, dann müssen Sie immer hier diesen Pfeil verwenden. Setzen das auf 0, gehen auf Enter. Die nächste Anweisung wäre jetzt i und das i setzen wir auf 1. Ja. Wichtig ist, diese lokalen Variablen gelten nur innerhalb dieser Funktion. Die sind von außen nicht sichtbar, ja, aber sie können innerhalb einer Funktion auf Variablen zugreifen des Hauptprogramms, des Worksheets, sofern sie vorher definiert sind. Ja. Wenn ich zum Beispiel jetzt hier eine Variable definiere, nur als Beispiel, die nenne ich meinetwegen k gleich 10, ja, dann könnte ich jetzt hier darauf zugreifen und mit dem k arbeiten. Ja, ich kann es jetzt hier ausgeben. Sie sehen, das gibt er mir aus. Und wenn ich jetzt hier 20 eingeben würde, würde er das auch ausgeben. Ja, Sie können quasi in einer Funktion können Sie quasi auf Daten des Hauptprogramms zugreifen, sofern sie vorher definiert wurden. Wenn ich natürlich das K hier unten definiere, dann kennt das nicht. Das ist quasi ein Kelvin, weil ich denke, dass es jetzt hier eine Einheit ist. Wenn ich es allerdings hier vorher definiere, kann ich auch darauf zugreifen. Was allerdings nicht funktioniert, die Summe kennt er hier draußen nicht. Ich kann jetzt nicht sagen, Summe ist gleich, dann sagt er, kennt er nicht. Ja, warum? Diese ist eine lokale Variable, deswegen dieser Pfeil, die gilt nur innerhalb dieser Funktion. Außerhalb kennt auf Deutsch gesagt, die Variable keine Sau. Ja, nur innerhalb der Funktion. Das bitte beachten. Ja, das heißt, der Datenaustausch zwischen Unterprogramm, also unserer Funktion Summe, und dem Hauptprogramm kann entweder über die Parameter erfolgen oder die Unterprogramm kann natürlich auch auf Daten zugreifen des Hauptprogramms, sofern sie vorher definiert wurden. Also es gibt quasi die zwei Möglichkeiten des Datenimports innerhalb eines Unterprogramms über den Parameter oder ich kann die Daten entsprechend hier von hier aus zugreifen. Ja, das bitte noch beachten. So, dann haben wir das hier wieder raus. Jetzt gehen wir hier wieder auf die Schleife. Das ist dieser Befehl. Sind wir hier. Es kommen die Schleifenanweisungen, die haben wir hier. Also while. Und hier die Bedingung, solange i kleiner gleich. Jetzt nehmen wir natürlich jetzt die bessere Schreibweise, nicht Länge, sondern wir nehmen last, weil last, wir erinnern uns, ja, last gilt immer, ja, das kann ich sowohl für Origin 0 als auch 1 verwenden, deswegen nehmen wir nicht Länge, sondern last. Und schmeißen das hier rein, solange i kleiner gleich last v ist, was soll er dann machen? Dann soll er quasi immer den i, den Wert in die Zwischensumme aufaddieren, auf die letzte Zwischensumme aufaddieren, also Summe. Dann hier Zuweisung ist gleich Summe plus V. Ne, aufpassen, hier habe ich es weg und nicht V genannt. Also hier bitte konsistent bleiben. Also muss das hier auch weg heißen und hier auch weg. Und weg Index i. So, jetzt wieder noch eine Zeile hinzufügen. Ja, viele vergessen dann hier das Inkrement noch zu erhöhen. Wenn ich das vergessen würde, hätte ich eine typische Endlosschleife. Ja, wenn ich zum Beispiel jetzt den Zähler nicht weiter das i nicht erhöhen würde,
wäre das i immer auf 1. Und das würde bedeuten, dass es hier ständig quasi endlos läuft, weil ja diese Abbruch- oder Wiederholbedingung immer erfüllt ist. Ja, das bitte beachten. Also jetzt das Inkrement erhöhen, also i hier, Quatsch, hier müssen wir reingehen. Das ist bei einer Fall selber falsch gemacht. Hier ist gleich altes i und auf um 1 erhöht. Wir überschreiben quasi das aktuelle i oder wir überschreiben diese Variable i, indem wir quasi das aktuelle i nehmen oder das alte i um 1 erhöhen und dann das i damit überschreiben. Und haben es quasi hier dann 2, 3 oder 4 draus gemacht. Ja, so. Jetzt ist die Funktion, ist die Wiederholung, das ist quasi, das wird alles wiederholt, ja. Und jetzt gehe ich aus der Wiederholung raus, klicke dahinter, gehe auf Enter. Jetzt bin ich wieder außerhalb meiner Schleife, bin quasi jetzt hier unten. Und was gebe ich aus? Ich gebe aus die Variable Summe. Jetzt bin ich quasi hier. Hier das ist gleich wegnehmen, das nehmen wir jetzt hier weg. So. Und jetzt können wir das mal ausprobieren, indem wir hier unseren Vektor übergeben. Jo, ich kopiere jetzt einfach den Namen. Und das Ding heißt ja nur V, ist gleich und da kommt 17 raus. Und das können wir überprüfen, dasselbe wie hier auch. Ja. Also das funktioniert sehr gut. Und Sie sehen, wenn Sie hier das Flussdiagramm in Struktogramm überführen und danach in den Mathcad-Code, entspricht dieser Mathcad-Code am ehesten den Struktogramm. Ja, deswegen wird in der Didaktik oftmals, wenn man Programmierung unterrichtet, werden oftmals noch Struktogramme als Zwischenschritt verwendet, weil die eben noch näher an der Implementierung dran sind als so ein Flussdiagramm. Ja. Später dann würde man das nicht mehr machen. Ja, das ist dann wirklich nur für die Lehre. Im Übrigen würde man später auch für so ein einfaches Codebeispiel nicht mal ein Flussdiagramm machen. Ja. Das macht man jetzt einfach nur hier, um Erläuterungs für die, um das, ja, um die Abfolge ein bisschen zu erläutern, zu visualisieren. Aber ja, wenn Sie ein bisschen Routine haben, dann können Sie sich auch das Flussdiagramm sparen, ja, für so einen Kleinkram. So, ja, lassen wir mal so stehen. Jetzt hatte ich ja noch gesagt, eigentlich ist das ja keine Iterationsschleife. Wenn man das so programmiert, hat man quasi hier eine Iterationsschleife, genauer gesagt eine kopfgesteuerte Iterationsschleife dafür verwendet, was geht. Ja, kann man machen, ist jetzt auch kein Fehler. Allerdings gibt es dazu eigentlich die Zählschleifen. Ja, wenn Sie genau wissen, wie oft Sie was durchlaufen, wir wissen ja, wie groß unser Vektor ist, nimmt man eigentlich eine Zählschleife und Sie werden dann auch sehen, mit der geht das sogar ein bisschen kürzer. Da können Sie sich ein bisschen Code sparen. Ich zeige das hier mal. Zunächst das Struktogramm. So. Ich habe hier mal das Struktogramm von unserer Iterationsschleife, von der While-Schleife, möchte jetzt hier das noch übersetzen in ein Struktogramm für die Zählschleife. Die Dateneingabe für die Funktion bleibt natürlich gleich. Ich brauche allerdings dann hier nur noch eine Variable für die Summe, weil das Zählen passiert in der Zählschleife dann mehr oder weniger automatisch. Ja, das ist dann schon in die, der Zähler ist in der Zählschleife schon integriert. Ich muss mir den nicht selber bauen, wie bei der Iterationsschleife. Hier muss ich quasi, da ich die Iterationsschleife als Zählschleife verwende, muss ich quasi da mir einen Zähler einbauen. Ja, während in der Zählschleife ist der Zählschleifer eh schon drin. Das zeige ich gleich. Den finden Sie nämlich jetzt hier. Nämlich hier im sogenannten Schleifenkopf. Oder ist die Zählanweisung quasi schon drin? Sie legen hier das i gleich fest, i gleich 1 zu Länge vom Vektor. Sie können theoretisch noch die Schrittweite mit angeben. Die in dem Fall ist die 1. Ja, also tun quasi jeden Wert aufaddieren und nicht jeden zweiten oder jeden dritten. Können man theoretisch aber hier einstellen. Hier auch. Hier könnten Sie quasi Schrittweite anpassen. Hier unten, wenn Sie das wollten. Ja. Den Sie nicht mit 1 aufaddieren, sondern mit 2 oder 3. Und das können Sie theoretisch dann hier machen. Was soll dann machen in dieser Zählschleife? Er soll einfach dann hier die Zwischensumme bilden. Das ist genauso wieder wie hier. Das übernimmt. Allerdings entfällt im Prinzip komplett hier die Variable i, ja, unsere Zählvariable. Die ist quasi schon in unserer Zählschleife inkludiert. Die müssen wir quasi nur entsprechend anpassen. Und der Rest, also Eingabe und Ausgabe, bleibt gleich. Und dadurch, dass diese Zählvariable, die wir uns bei der Iterationsschleife quasi künstlich bauen mussten, hier schon inkludiert ist, wird der Code kürzer. Ja. Ich zeige das hier mal, wenn ich das Ganze implementiere. Das schmeiße ich mal wieder raus. Ja. Und werde jetzt hier den Code mal, das Ganze implementieren. Das Ding nenne ich jetzt Summe 2.
übergebe wieder weg. Dann Doppelpunkt ist gleich. Gehe dann auf Programmierung. Lege hier meine Variable fest. Das war jetzt hier die erste Anweisung, ist quasi dieser Teil. Ja. Und hier überlegen wir, ist quasi Datenübergabe, ist wieder weg. Ja, das ist das hier. Jetzt tun wir unsere erste Anweisung eingeben, legen eine Variable, definieren eine lokale Variable und die setzen wir auf 0. Gleich 0. Und nächste Anweisung wäre jetzt schon unsere Zählschleife. Gehen wir auf vor, in dem Fall ist das jetzt vor, eine Vorschleife. Und wir müssen jetzt festlegen unser i. Das ist quasi i. Und das soll laufen von, ich schreibe das mal speziell rein, danach die allgemeine Schreibweise, weil die spezielle Schreibweise ist oftmals leichter zu verstehen. Also 1 bis, glaube ich, bis zu 6. Genau. Und jetzt kommt hier unsere Summ-Geschichte. Also Summe ist gleich, wieder definieren wir das hier. Die alte Summe, die neue Summe ist gleich die alte Summe plus den i, den Wert von Vektor, also Vektorindex i. Und das ist das Einzige, was er wiederholen muss, immer wieder diese Zwischensumme bilden. Dann gehen wir aus der Summe raus. Was soll er ausgeben? Die Summe. Ja, tun wir jetzt die Funktion mal ausführen. Hier unten. Wir geben unser v, gehen hier auf ist gleich, kommt dasselbe raus. Und man könnte diese Schreibweise noch einen Tick verkürzen. Ach so, tun wir es erstmal kurz allgemein halten. Das wäre jetzt hier die spezielle Schreibweise. Wenn man das Ganze allgemein halten will, ersetzt man das 1 mit Origin und die 6 mit Last weg. Also nehmen wir mal den letzten Wert. Ja, halt, das schreiben wir klein. So. Das hat den Vorteil, jetzt ist es völlig wurscht, ob es Origin 0 oder 1 ist. Und der Vektor kann jetzt seine Größe verändern, ist für uns auch egal, weil er immer den letzten Wert des Vektors nimmt. Und wir geben das nicht mehr fix ein. Ja, da gibt es noch eine Kurzschreibweise, die möchte ich auch noch mal kurz zeigen. So, die Kurzschreibweise, ich kopiere mir einfach mal hier die Funktion, nenne die jetzt hier Summe 3. Kopiere mir hier unten das, nenne das Summe 3. Und bei der Kurzschreibweise können Sie theoretisch das hier weglassen. Ja, warum? Weil er gibt immer die letzte Anweisung aus und die letzte Anweisung ist ja die Summe, also gibt er die auch aus. Ja, Sie sehen, ändert sich nichts. Und Sie können theoretisch auch das weglassen. Ja, warum? Wenn Sie eine Variable nicht definiert haben vorher, da ist Mathcad relativ großzügig, ja, Sie müssen die Variable nicht vorher definieren. Sie definieren sie hier und dann nimmt automatisch an, dass das 0 ist. Ja. Aber das gilt, das funktioniert nur deshalb, weil der Default-Wert einer Variable in Mathcad immer 0 ist. Also wenn Sie die einfach aufrufen und nichts dazu sagen, wird immer 0 angenommen. Ja. Und Sie können sich das quasi hier zugute machen, um in diese Kurzschreibweise zu gehen. Ich zeige das nur der Vollständigkeit halber. Ich würde es nicht empfehlen, gerade für Anfänger. Also für jemanden, der schon Erfahrung hat, den das eh klar ist. Der kann das gerne machen, aber für Anfänger ist das eher verwirrend. Da würde ich eher sich erstmal an die Langschreibweise gewöhnen, weil das ist logisch, das funktioniert immer. Ja, und die Kurzschreibweise erst dann später verwenden. Ja, und wenn Sie irgendwie einen Code programmieren, der auch für andere gedacht ist, würde ich auch von diesen Kurzschreibweisen abraten, weil der eher dann bei den Leuten für Verwirrung sorgt, die jetzt in Mathcad wenig oder mit Programmierung wenig Ahnung haben. Ja, und dann ist es eher. Dann wundern Sie, weil das ist jetzt ein Mathcad-Spezifikum, ja, dass das so funktioniert. In anderen Programmiersprachen wird das nicht so funktionieren. Ja, also das würde theoretisch, das ist ja auch wie der Struktogramm, könnte ich theoretisch auch in anderen Programmiersprachen programmieren. Könnte ich jetzt in VBA genauso schreiben, ja, oder in Java oder so. Dass man das hier weglässt, das geht halt nur in einigen Sprachen, die halt diese Sonderregelung haben oder so, dass man halt Variablen nicht definieren muss oder so, dass sie automatisch mit dem Wert vorbelegt sind und solche Geschichten. Deswegen würde ich das nicht empfehlen, das generell zu verwenden. Ja. Okay, ich denke mal, so viel zu dieser Übung. Man kann noch mal kurz vielleicht das gegenüberstellen. Hier noch mal die drei Schreibweisen. Ich mache das vielleicht hier noch mal. Ja, tun wir vielleicht hier noch einfach nur, damit man noch mal sieht, einen Unterschied. Hier
Das war das eine, war die Sache mit dem mit der Weil. Das war das hier. So. Für die Weil-Schreibweise gibt es, glaube ich, auch noch eine Kurzform. Könnte man auch machen. Fairerweise kann man das noch mit reinnehmen. Ich tue das mal kurz hier nochmal die Gegenüberstellung machen. Das ist jetzt das Struktogramm dazu. Hier die Lösung. Das wäre jetzt hier die vollständige Schreibweise mit Vor, also mit Zählschleife. Ja, hier nochmal das Ganze gegenübergestellt. Das sieht man, da kommt man im Prinzip wesentlich kürzer, auch unter vollständig, wenn man es ausschreibt. Das wäre natürlich jetzt die Kurzschreibweise. Sie können in der While-Funktion, können Sie allerdings auch eine Kurzschreibweise probieren. Mache ich jetzt hier live. Fällt mir jetzt gerade ein. Ich hoffe, ich kann mal selber ausprobieren, was da hier geht. Also das können Sie allerdings nicht weglassen. Ja, weil natürlich um letzte Anweisung gilt. Würde ich das machen, ich zeige es dir mal schnell, dann würde er mir hier immer i ausgeben. Einfach, dann würde er 6 raus, also 7 rauskommen. Also das erhöhte Index. Da sieht man schön, er geht quasi 7 und das dann nicht mehr erfüllt. Ja. Und wollen die Summe wollen wir haben. Also das ist natürlich schlecht, das geht in dem Fall nicht. Was Sie eventuell weglassen können, wäre nur das hier oben. Als hier nochmal rausnehmen, das geht auch. Ja, das genauso wie hier unten, können Sie das hier oben auch weglassen. Was Sie natürlich nicht weglassen können, ist i ist 1. Das geht natürlich nicht, ja, weil das würde all das i1, das könnten Sie weglassen, wenn der Origin 0 ist. Dann könnten Sie das weglassen. Glaube ich. Ja, jetzt würde es nicht mehr funktionieren. Würden Sie ihn auf 0 setzen? Ah, da geht es auch nicht. Warum? Weiß ich zwar auch nicht so genau. I müssen Sie vorher definieren. Normalerweise. Ach so, weil er jetzt. Ja, er tut es trotzdem nicht akzeptieren. Ja. Ich hätte jetzt gedacht, wenn I 0 wäre, würde es eigentlich passen. Ne? Aber geht trotzdem nicht. Also I müssen Sie, wenn ich I auf 0 setze, komischerweise, geht es wieder. Ja. Warum er das jetzt hier nicht akzeptiert? Ist vielleicht, gilt das nur für diese, ja, okay, diese Annahme einer Variable gilt wahrscheinlich nur für Berechnung, ja, aber nicht für, also für arithmetische Operationen macht das wahrscheinlich mit dieser Nullgeschichte, dass der Variablen einfach als, wenn sie nicht vorher definiert werden, einfach auf Default gleich 0 setzt, aber für boolesche Ausdrücke, da akzeptiert das wahrscheinlich nie, ja. Wie gesagt, ich bin eh kein Freund von diesen Kurzschreibweisen. Ja, ich will es noch hiermit zeigen, falls Sie das mal sehen, dass Sie sich da nicht wundern. Ja, also diese Summenfunktion können Sie theoretisch nur um diese Anweisung kürzen. Ja, aber wie gesagt, ich würde es nicht empfehlen. Ja, also gerade für Anfänger ist es, glaube ich, keine gute Idee, das so zu machen. Okay, so viel dazu, wie man Summenfunktion in Mathcad nachprogrammieren kann, entweder mit einer Iterationsschleife wie hier oben. Oder mit der Zählschleife. Ich persönlich würde die Zählschleife bevorzugen, aber beide Varianten nutzen.